Jo, hey Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Yugi der Destiny. Der fünfte Part, beziehungsweise die fünfte Folge. Wir sind immer noch ungeschlagen gegen Yugi. Oder Yami Yugi, wie man ihn nennen mag. Und dann geht's los. Jedes Duell kann gewinnen, solange du an das Herz der Karten glaubst. Lassen wir das Duell beginnen. Ja, normalerweise hat er hier drei Sprüche parat, aber bis jetzt hat er uns den dritten Spruch noch nicht verraten. Jetzt wiederholt er sich so ein bisschen, aber nun ja, egal. Da haben wir schon gewonnen. Das wird easy heute gegen Yugi. Das sage ich euch. Hm. Unser Deck wird ja auch immer stärker, ne? Also, erstes Exodia-Teil haben wir auch. Die Exodia zusammen zu bekommen, das ist auch unser Ziel hier auch. Ich hoffe, dann können wir auch mal irgendwann Exodia gegen Yami Yugi spielen, ne? Geil. Das war ein guter Angriff. Das war von dir ein guter Angriff. Du hast 300 Schaden verloren. Ich setze jetzt eine Karte. Oh, okay. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ah, ja. Auf jeden Fall ist da einmal Fallgrube, deswegen. Zack. Jawoll. Mach doch ruhig. Ich meine, du hättest. So oder so mein Monster vernichtet, ne? Aber wenn du gerne deine Fallenkarte dafür opfern möchtest, nur zu. Auf jeden Fall hat er wieder ein anderes Deck, weil er hat diesmal keine Fusion bei sich. Könnte jetzt nochmal Fallgrube sein, ne? Ich try das mal. Das ist mir egal. Ich meine, die Lebenspunkte, die ich da jetzt verliere, die sind jetzt nicht in großem Maße, ne? Oh, geringer Drache, Alter. Boah. Aber was hat er denn? Dann könnte das Zweiklauenangriff sein, ne? Ich bin mit meinem Zug fertig. Der faszinierende Kreis kann es auch nicht sein, weil ich gerade schon angegriffen habe. Ja, nee. Machen wir so, ne? Säubern müssen wir noch nicht das Feld, weil er könnte durchaus opfern gleich. Die Musik macht sofort wieder Bock, ey, aus dem Spiel, ne? Erste Folge heute wieder gestartet, ey. Bock. Ah! Siehst du? Als Tribut. Ich beschwöre den Drachenflug. Naja, ist das nicht so geil, ne? Also, lässt sich drüber streiten, Yugi. Aber, schwarzes Loch muss ich glaube ich noch nicht aktivieren gegen den, ne? Ich meine, der ist durch Hanna Handel sowieso auf der Hand wieder. Und dann, geht's auch gleich schon los wieder hier. Dann kann ich ein bisschen in die Offensive gehen. Wenn das jetzt nicht wieder menschenfressender Käfer ist, ey. Was? Ich bin mit meinem Zug fertig. Ja, ich schweiß mal, komm. Was soll es schon sein, ne? Ah, guck mal. Der Angriff deines Monsters hat meinen Effekt ausgelöst. Ja, was für ein Zufall aber auch, dass du so viele menschenfressende Käfer hast, ey. Unfassbar. Ich zieh meinen gesamten Duell nicht mal und du hast schon drei menschenfressende Käfer auf deiner Hand. Wie kann das so sein, Yugi? Ist das etwa eingestellt? Nein, das kann nicht sein. Das wurde ja nicht programmiert, nee. Ich bin mit meinem Zug. Oh nee, ich habe aber keinen Bock, dass er ihn wieder opfert, ey. Ja, komm hier. Schon klar, was du vorhast. Das wird leider nicht. Aber egal, ich habe sowieso Fallgrube. So, und dann kann ich auf jeden Fall gleich den Drachenflug wieder aus dem Spiel entfernen. Ah, okay, er opfert nicht. Die gönnt er sich mal, die Lebenspunkte. Ich bin mit meinem Zug fertig. Oh.
deine Zauberkarte aktivieren? Ja, will ich. Ah, ich hätte erst schwarzes Loch machen sollen, weil Raigeki geht nur auf die gegnerische Seite und wenn ich jetzt... Egal. Passiert. Auf jeden Fall habe ich Fallgrube, falls er was Stärkeres haben sollte. Oh, schade. Ich bin mit meinem Zug fertig. Also wenn er der jetzt nochmal Menschen fressen an Käfer hat, dann... Oh. Ja, guck mal hier. Wahrscheinlich menschenfressender Käfer, du Schlingel, ne? Ah, nee, okay. Eine Tributbeschwörung. Ah, ballern wir mal ordentlich durch hier, ne? Und noch 1500 Lebenspunkte, der gute Kerl. Irgendwas muss ich doch tun können. Aber was? Ich muss aber zugeben, ich kriege ja auch gerade nur die OP-Karten. Change of Heart, Raigeki, Darkhole, also... Puh. Sollen die nicht wieder das beste Deck, was er hat, ne? Dann bist du fertig und bist gleich besiegt. Nur mal sehen, was er da hat. Das ist wahrscheinlich Zweiklauenangriff, ne? Einfach mal so aus Neugier. Ah, okay. Ja, guck mal, dann opfer ich jetzt hier einmal. Und dann dürfte das passen hier. Guck mal, zack. Ja, gut. Dann wird das eher ein etwas langweiliger Part, ne? Also ich habe mich da eigentlich schon so auf eingestellt, dass Yugi mich diesmal ordentlich fertig machen wird, ne? Aber naja, dann ist es dann doch nicht so der Fall. So, gehen wir es mal auf Verteidigung. Ja, was soll ich denn dazu sagen, Yui? Huh? Nicht schlecht. Der Krallenstrecker, der kann mal wieder hier seine Krallen einfallen. Was ist denn das für eine Kacke, Yugi, die du mir servierst? Ist es dein Ernst? Ist halt unnormal los, ne? Egal. So, ich gehe schon ab. Ich gehe schon in die Offensive. Ich will das hier schnell beenden, Alter. So, hoffen wir mal, dass er kein gutes Monster hat. Ah, ne. Okay. Ich bin mit meinem Zug fertig. Frage ist halt, ob ich Manny Tabak spielen soll. Nee, ich bleib aggressiv weiter. Also es kann durchaus sein, dass er jetzt eine mystische Elfe da hat. Aber dann ist das halt so, ne? Oder den Steinsoldaten. Ja gut. Dann warten wir noch ein Ründchen, ne? Das bringt jetzt nicht so viel, ne? Okay. Was war das jetzt für ein Zug, Yugi? Manny der Bug auf jeden Fall. Und dann in die die Battle-Phase. Das war ein guter Angriff. Auf jeden Fall mache, was ich gerade vergessen habe. Den, ja, Digga, ich weiß. So, zack. Biberkrieger Verteidigungsposition bei 1500. Okay. Ja, Yugi, ja, das kann man mal machen, ne? Also, muss man aber nicht. Ach ja. Wird mich der König der Duellanten jemals schlagen hier in dem Spiel? Das wage ich gerade zu verzweifeln, Yugi, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Du enttäuscht mich gerade ein bisschen. So, komm, Alter. Ja, komm, gib her. Ich mach jetzt hier alles den Erdboden gleich. Was? Ja, zack hier. Ich glaube, das dürfte schon reichen, ne? Oder? Gucken. Das wäre ja lustig. Das reicht, glaube ich, schon, ne? War
Och Junge, absolut lost. Ja, ich hab gewonnen. Ja, schnellster Part, ne? Zwölf Minuten haben wir jetzt nur gebraucht, ey. Also laut Autofahrprogramm, ich schneide das natürlich ein bisschen gerade raus, noch gleich. Aber ja. Ich glaube, wir sind sogar nur bei 10 Minuten, habe ich das Gefühl, ne? Weil ich habe gerade einen Fail gemacht, eine Failaufnahme. Oh. Was? Das war's, Yugi? Das hast du nur für mich, mehr nicht? Okay. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich sehr verbessert. Ich sehe schon, aus dir wird mal ein großer Duellant. Tja, Yugi, ne? Da kannst du viel reden, ne? So, gucken wir gerade mal an. Ja, die eine Karte, die sagt mir gar nichts mehr. Was kann die? Flip zerstört eine Zauberkarte auf dem Spielfeld. Wenn das Ziel dieser Karte mit der Vorderseite nach unten auf dem Spielfeld liegt, drehe die entsprechende Karte um. Ist die Karte eine Zauberkarte, wird sie zerstört. Ist dies nicht der Fall, wird sie wieder umgedreht. Die Vorderseite nach unten, die umgedrehte Karte wird aktiviert. Ja. Also die Frage ist halt, also wenn der Gegner hier verrätische Schwerter hat, ob die auch gemeint ist, dann können die natürlich D-Spell auch raus tun, aber ich finde dann D-Spell doch effektiver, weißt du, weil ich meine, die Karte, wenn ich die aktiviere, kann die, egal welche Karte, also jeder Karte kann angeguckt werden bei dem Gegner auf dem Spielfeld. Und bei der ist das nicht so der Fall, die muss erstmal angegriffen werden, deswegen denke ich mal, bleibe ich bei D-Spell. Ja, der kann auf jeden Fall nichts. Und der hier, ja, auch nichts. Gut, Leute, sehr, sehr kurzer Part für heute, aber ich hoffe, es hat euch dennoch trotzdem weiter gefallen. Wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar, wäre nicht schlecht. Und bis zum nächsten Mal, euer Kai aus YouTube. Ciao, ciao, bis dann.